Von Schrott kommen wir nun zu purem Luxus. Denn der größte Filmtempel Deutschlands steht ab sofort in Hannover. Champagner, Sessel, so bequem wie das Sofa zu Hause und eine Bedienung im Saal. All das erwartet die Zuschauer im Astor Grand Cinema. Ausgedacht hat sich das Konzept Kinokönig Hans-Joachim Flebbe. Und der hat es sich mit Andreas Heidorn schon mal bequem gemacht. Noch wird hier kräftig gewerkelt, der Teppich gerichtet, die Stühle montiert, bevor es losgeht. Das Astor Grand Cinema in Hannover ist Hans-Joachim Flebbes neuestes Projekt. Der Cinemax-Gründer hat sich nach seinem Ausstieg bei der Kinokette ganz der Einrichtung opulenter Filmpaläste verschrieben. Wir wollen in diesen neuen Kinos Bequemlichkeit und Service nach vorne stellen. Und ich habe selber lange genug erlebt, dass ich im Kino unzufrieden war, wenn ich da hingegangen bin, lange Schlangen hatte und im Kinosaal dann trotz schöner Sessel immer jemand hatte, der neben mir Nachos isst oder mit dem Handy telefoniert. Und das sind genau die Dinge, die wir hier abstellen wollen. Hier ist es sehr bequem, hier ist es ganz relaxed. Man soll hier einen schönen, relaxten Kinoabend verleben. Für 9 Millionen Euro hat er das Kino umgebaut. Anderthalb Jahre stand es leer. Rund 63 Millionen Besucher fanden im vergangenen Jahr den Weg in Deutschlands Kinoseele. Mit XXL-Ledersesseln und Hockern zum Füße hochlegen wird hier Lounge-Atmosphäre geschaffen. Flebbe will seinem Publikum etwas Neues und vor allem Bequemes bieten. Denn die große Konkurrenz sitzt nicht in der Nachbarschaft, sondern im Internet. Netflix und andere Streaming-Firmen sind unsere Konkurrenz, weil man natürlich immer mehr Filme zu Hause gucken kann. Und da müssen wir im Kino eben wirklich was Besonderes bieten. Das war schon immer so, aber jetzt umso mehr. 1972 beginnt seine Karriere in Hannover. Hier im Apollo-Kino im Stadtteil Linden war er Kartenabreißer. Ihm gehört das Kino am Raschplatz und er ist auch Eigentümer der Hochhauslichtspiele im Herzen der Landeshauptstadt. Mit Gründung der Cinemax AG feiert er in den 90ern Erfolge und besitzt das erfolgreichste Kino Deutschlands. 2008 verlässt er das Unternehmen, konzentriert sich seitdem voll und ganz auf Kinos mit Premium-Anspruch. Ich bin leidenschaftlicher Kinogänger gewesen, schon als Kind und auch als Student. Und da habe ich mir irgendwann mal das Herz genommen und habe einen Kinobetreiber gefragt, ob ich ihm Vorschläge machen kann. Das war im Apollo-Kino. Und da es so erfolgreich war und eben auch die Besucher, gerade meiner Altersgeneration, damals eben auch ins Kino, auch die Filme sehen wollten und deswegen auch ins Kino gekommen sind, war das so eine Erfolgswelle, die auf einmal losgetreten wurde. Und wenn was erfolgreich ist, dann macht es, und mir macht es auch Spaß, dann habe ich das immer weitergemacht. Und jetzt ist das Astor sein neuestes Baby. Die Karten. Preise liegen zwischen 10 und maximal 16,50 Euro. Garderobenservice, Freigetränk und Fußhocker, alles im Logenpreis inklusive. Flebbe will das Publikum mit seinen 10 Sälen überraschen. Der Ehrgeiz war, dass jeder Saal eigentlich anders aussehen soll als der andere. Also es ist nicht eine eintönige Wandbespannung, Decke, Fußboden aus Linoleum und dann einfach Stühle rein, sondern jeder Saal sieht anders aus. In den großen sind es Ledersesseln. Wir befinden uns hier gerade in der Bibliothek. Da ist das Wanddekoration echte Bücher. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, 60 Meter, glaube ich, insgesamt Bücher. Und hier kommen rote Plüschsessel rein, wo man dann auch die Füße hochlegen kann. Es wird so sein, dass man hier eine sehr schöne Atmosphäre hat. Nein, üblicher Standard soll das hier nicht sein. Es ist mehr als das. Eben ganz großes Kino.